Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hilfe für Zeugen Jehovas. Marc Numea, ein Helfer des Lehrkomitees, erklärt im Morgenprogramm, was gerade für die Zeit des Endes wichtig ist. Es geht um die Einheit der Anbeter Jehovas. Und ich stimme ihm dabei völlig zu, dass gerade in der Zeit des Endes man als Christ zusammenstehen soll. Doch was für Tipps gibt Herr Numea? Schauen wir uns seine Erkenntnisse an. Dabei sollten wir im Blick haben, dass der Helfer des Lehrkomitees, dass seine Erkenntnis wird von dem Sklaven ja autorisiert und wir sollen nun die Speise für die Zeit des Endes über den Herrn Numea hören. In Sacharja 8, Vers 23 wird die Einheit der Anbeter Jehovas in der Zeit des Endes herausgestellt. Wie empfindet Jehova, wenn er die Einheit zwischen dem gesalbten Überrest und der großen Volksmenge sieht? Es geht also um Sacharja 8, Vers 23. Dabei ist die Einheit der gesalbten Brüder und der großen Volksmenge gemeint. Es geht also um diese beiden Gruppen. Wobei es biblisch nicht haltbar ist, dass die große Volksmenge nicht auch gesalbt ist. Aber das ist ein anderes Thema, welches ich in diesem Video von den Herden behandelt habe. Was bedeutet diese Einheit unseren gesalbten Brüdern? Warum ist es bedeutsam, dass Jehova seine gesalbten Diener als eine Art Magnet gebraucht, um Menschen zu sich zu ziehen? Und warum tut er das? Es geht jetzt nur noch um die Gesalbten, das heißt, in den Augen der Zeugen, um die 144.000. Allein diese hätte Jehova als Magneten gebraucht, um Menschen zu sich zu ziehen. Naja, ich kann unter den Millionen Zeugen Jehovas nicht die besonders erkennen, die gesalbt sein sollten. Ich war auf dem Regionalkongress in Salzburg und war nicht von einem Gesalbten besonders angezogen worden. Hier wäre ein Video über die 144.000, welches eine andere Sicht nach der Bibel aufzeigt. Um diese Fragen zu beantworten, lasst uns doch gemeinsam die Bibel aufschlagen. In Jesaja Kapitel 60. Hier finden wir die Antworten auf diese Fragen. Hast du gemerkt, Herr Numea ist von Sacharja auf Jesaja umgeswitcht. Jetzt sind wir in Kapitel 60 eines ganz anderen Buchs. So kann man übrigens jede Lehre, die man sich gerade so ausdenkt, vortragen. Ein Bibelvers hier, ein anderer da. Und das muss dann irgendwie zusammenpassen, und zwar in das Konzept, was ich ja vortragen möchte. Jesaja 60. Beginnen wir mit Vers 1. Steh auf, o Frau, leuchte, denn dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit Jehovas scheint auf dich. In der neuzeitlichen Erfüllung wird die himmlische Frau auf der Erde durch den gesalbten Überrest vertreten. Was ist das für ein Sprung? Herr Numea erklärt, dass es hier eine neutestamentliche Erfüllung wäre. Diese Erfüllung wäre der gesalbte Überrest. Und was für eine merkwürdige Formulierung. Hier würde es sich um eine himmlische Frau handeln. Steht das hier irgendwo, dass es sich um eine himmlische Frau handelt? Ich denke, dass Herr Numea das neue Schriftverständnis der Gesellschaft übertritt. Was sagt nochmal Herr Splane in der Jahreshauptversammlung von 2023? Wie wird das weltweite Predigen davon berührt? Gibt es ein besseres Verständnis der Bibel? Schon bald würde es die Antwort geben. David Splane sprach dann über das veränderte Verständnis von biblischen Wahrheiten. Sein Thema: Vorbilder und Gegenbilder. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir in Berichte aus den hebräischen Schriften prophetische Vorbilder hineindeuten, obwohl das nicht ausdrücklich in der Bibel steht. Wir können einfach nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Wo die Bibel sie als solche identifiziert, nehmen wir sie gern an. Aber wenn die Bibel nichts sagt, dürfen auch wir nichts sagen.
Wer einfach mal den Text in Jesaja 60 im Zusammenhang liest, der wird erkennen, dass es sich hier vom Volk Israel handelt, und zwar von seiner Zukunft. Ihm, dem Volk Israel, gilt die Verheißung, und zwar wird dies schon deutlich in Jesaja 59, Vers 20 bis 21, und ich lese hier aus der Neuen Weltübersetzung von 2018. Da heißt es: Nach Zion wird der Rückkäufer kommen, zu den Nachkommen Jakobs, die sich vom Übertreten abwenden, erklärt Jehova. Was mich betrifft, dies ist mein Bund mit ihnen, sagt Jehova. Mein Geist, der auf dir ist, und meine Worte, die ich dir in den Mund gelegt habe, sie werden nicht aus deinem Mund, aus dem Mund deiner Kinder und aus dem Mund deiner Enkel entfernt werden, von nun an bis in Ewigkeit, sagt Jehova. Es geht also um den Rückkäufer Jakobs. Eine Frage an die Bibelgelehrten: Ihr sagt, es handelt sich um das geistliche Israel. Ich frage, gibt es einen geistlichen Jakob, der zurückgekauft wird? Jakob meint immer das Volk der Juden und nie etwas anderes. Und diesen Jakob, das heißt diesem Volk der Juden, verspricht Jahwe, dass sein Geist auf ihm kommt und dann bleibt. Und das ist nach Römer 11, Vers 26 bis 29 noch in der Zukunft, denn auch hier wird von Jakob gesprochen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Römer 11, ich lese ab Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis über folgendes heilige Geheimnis seid, damit ihr euch nicht selbst als weise betrachtet. Bei Israel hat zum Teil eine Abstumpfung der Sinne stattgefunden, bis die Vollzahl der Menschen aus den anderen Völkern herbeigekommen ist. Und auf diese Weise wird ganz Israel gerettet werden. In den Schriften steht ja, der Befreier wird aus Zion kommen und gottlose Taten aus Jakob entfernen. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Zwar sind sie euretwegen im Hinblick auf die gute Botschaft Feinde, doch wegen ihrer Vorfahren sind sie im Hinblick auf Gottes Auserwählte Geliebte. Denn Gott wird die Gaben und die Berufung, die von ihm kommen, nicht bereuen. Soweit. Es gibt also im Volk Israel für die Zukunft noch eine Erweckung. Im Römerbrief wird es sehr deutlich, dass es hier heißt, in Vers 27, dass Gott die Sünden von Jakob wegnimmt. Und dass Jakob, Vers 28, jetzt noch Feind ist der guten Botschaft. Das heißt, im Blick auf die Gläubigen, die neutestamentlichen Gläubigen, ist Jakob noch ein Feind. Aber das wird sich ändern, wenn sich Gott wieder diesem seinem Volk zuwenden wird. Es gibt also im Volk Israel für die Zukunft noch eine Erweckung. Sie werden ihren Messias erkennen und dann kommen die Völker zu diesem Volk. Und das ist der Zusammenhang in Kapitel 60. Und nicht, dass Nationen zu den Zeugen Jehovas kommen. Das ist nicht die Verheißung von Jesaja 60. Wie hat Herr Splane gesagt? Wenn der Text keine weitere Erfüllung aufzeigt, dann soll man das auch nicht lehren. Lieber Herr Numer, bitte halten Sie sich doch an die eigenen Regeln. Übrigens, was Herr Splane sagt, ist kein wirklich neues Licht, sondern eine alte Praxis innerhalb der Christenheit. Der Text soll so verstanden werden, wie er dasteht. Welche Rolle spielt er? Naja, Jehova sagt, die Herrlichkeit Jehovas scheint auf dich. Was für eine Verantwortung und welche Ehre. Jehova gebraucht den gesalbten Überrest, um das Licht der Wahrheit zu verbreiten. Jehova braucht den Überrest, um das Licht der Wahrheit zu verbreiten. Der Herr Jesus ist ja die Wahrheit.
und er ist das Licht der Welt. Bisher habe ich noch nichts von Jesus gehört. Bitte verfolge die ganzen Aussagen von Herrn Numea, ob er ein einziges Mal etwas über den Herrn Jesus sagt. Nimm einen Zettel und mache mal eine Strichliste, wie oft Herr Numea Jehova sagt, wie oft die Gesalbten und wie oft Jesus. Bisher habe ich 6-mal Jehova und 5-mal die Gesalbten mit Namen erwähnt gehört. Nur damit du nicht von vorne anfangen musst. Zum anderen macht Herr Numea deutlich, dass die Welt, wie auch die große Volksmenge, unbedingt den gesalbten Überrest benötigt. Sonst haben sie nicht das Licht der Wahrheit. Denn Jehova gebraucht ja diesen gesalbten Überrest. Und das seit dem bedeutsamen Jahr 1919. Das geschieht also erst ab dem Jahr 1919. Wieder so ein Frosch, den man schlucken sollte. Wo steht das denn in der Bibel? Wie kommt denn die leidende Körperschaft darauf? Ich weiß, das hat mit dem Jahr 1914 zu tun. Auch dazu habe ich ein Video veröffentlicht. Und bei diesem Video geht es um das Jahr 1914, seine Berechnung und was damit zusammenhängt. Befassen wir uns mal damit, was Jehova alles durch das geistige Israel bewirkt. Lesen wir Vers 3. Völker werden zu deinem Licht gehen und Könige zu deiner glänzenden Pracht. Völker würden kommen und sie sind gekommen. Ja, Menschen überall auf der Welt fühlen sich zur Wahrheit hingezogen. Die Wahrheit hat sie angezogen, weil der gesalbte Überrest ihnen geholfen hat, wichtige Fragen und Lehren zu verstehen, wie Gottes Königreich, die Streitfrage, das Lösegeld, Gottes Namen. Aus allen Nationen werden Menschen zur Wahrheit hingezogen. Herr Numea verquickt die sogenannte Wahrheit mit dem Boten. Der Bote erklärt, und nur so kann man die Wahrheit finden. Die Völker kommen zu dem gesalbten Überrest und dadurch zur Wahrheit. Neben dem, dass es auch hier um die Zukunft von Israel handelt, habe ich mich gefragt, wer denn da ausgelassen wird. Nun, es wird derjenige ausgelassen, den der Herr Jesus angekündigt hat. Es ist der Heilige Geist. Wieder aus der Neuen Weltübersetzung von 2018, ich lese Kapitel 16, die Verse 7 bis 9. Da heißt es: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich jedoch gehe, sende ich ihn zu euch. Und wenn er kommt, wird er der Welt überzeugende Beweise zum Thema Sünde, Gerechtigkeit und Rechtsprechung liefern. Zunächst Sünde, weil man nicht an mich glaubt, so sagt der Herr Jesus. Ja? Das ist die Sünde, wenn man nicht an ihn glaubt. Der Herr Jesus sagt hier in diesem Abschnitt, dass der Heilige Geist in die Welt kommt. Und dieser wird über die Sünde aufklären. Und was wird dieser den Menschen ins Herz sagen? Es ist Sünde, nicht an Jesus Christus zu glauben. Wenn du sagst, das macht der Heilige Geist eben durch den Geist gesalbten Überrest, dann frage ich dich, wo hat denn bisher Herr Numea vom Glauben an Jesus aufgerufen? Wo hat er diesen Glauben an den Herrn Jesus überhaupt erwähnt? Er hat doch gerade Hauptlehren betont. Diese sind Gottes Königreich, die Streitfrage, das Lösegeld, Gottes Namen. Auch wenn Herr Numea vom Lösegeld spricht, dann geht es darum, welchen Nutzen man daraus ziehen kann und nicht um eine glaubensvolle Hingabe an den Herrn Jesus als seinen persönlichen guten Hirten, dem man sich anvertraut hat und dem man nachfolgt. Und heute gibt es 8 Millionen Zeugen Jehovas. Das ist der lebende Beweis.
Und 8 Millionen Diener Jehovas sind noch lange nicht alle. Denken wir auch an all die getauften Zeugen Jehovas, die während der letzten Tage gestorben sind. Zehntausende, die Jehova geliebt haben. Die kommen ja noch zu den 8 Millionen dazu. Nun schwärmt Herr Numea, wie viele Menschen Jehovas Zeugen wurden. 8 Millionen sind im Vergleich zur Weltbevölkerung, die 8,1 Milliarden sind, gerade mal 0,1%. Ist also nicht ganz so berauschend. Wie viele Personen gehören der Freikirche der Baptisten an? Das sind schon 51 Millionen, also über 6-mal so viel. Und wie viel den Pfingstgemeinden? Die haben 600 Millionen, das sind 75-mal so viel. Ganz zu schweigen von der evangelischen und der katholischen Kirche, von ihren Mitgliedern. 8 Millionen auf die Weltbevölkerung gesehen, ist wirklich verschwindend gering. New York City hat 8,8 Millionen Einwohner, nur so mal im Vergleich. Und diese 8 Millionen haben ja nicht einfach ihre alte Persönlichkeit beibehalten, als sie in die Wahrheit kamen. Sie haben große Änderungen vorgenommen, an Liebe und an der Frucht des Geistes gearbeitet und die neue Persönlichkeit angezogen, Jehova kennengelernt, Glauben entwickelt und dann kam die Hingabe und Taufe. Hier sehen wir die ganze Palette des Leistungsevangeliums der Zeugen. Sie haben gearbeitet, sie haben große Veränderungen vorgenommen, an der Liebe und der Frucht des Geistes gearbeitet. Sie haben ihre neue Persönlichkeit selbst angezogen und Glauben entwickelt. Wie anders ist da das Evangelium der Gnade, welches sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Apostelgeschichte 16, 31. Ach ja, wurde schon etwas von Jesus gesagt? Und bei all dem hat Jehova jedem Einzelnen von uns geholfen. Das sind Tatsachen. Das sind Beweise. Diese Menschen, die Gott lieben und sagen, ich bin auf Jehovas Seite, ich möchte mit dem sinnbildlichen Juden mitgehen und nach seinem Gewand greifen. Die tun das wirklich, nicht nur in unserer Fantasie. Wir sind jetzt im Buch Jesaja und Herr Numea springt wieder nach Sacharja 8,23. Er legt diese Stelle nicht im Textzusammenhang aus, sondern baut ihn einfach in seine Rede ein. Schauen wir uns mal den Zusammenhang in Sacharja an. Ich lese, dass es um das irdische Volk der Juden geht, und zwar in Vers 13. So wie ihr unter den Völkern zu etwas Verfluchtem wurdet, o Haus Juda und Haus Israel, so werdet ihr zu einem Segen werden, weil ich euch retten werde. Habt keine Angst, fasst Mut. Das heißt, sie waren ein Fluch und werden ein Segen. Ich erkenne, dass Jerusalem sehr oft genannt wird. Dort stand der Tempel und von dort kam auch Weisung Gottes. Könnte es nicht sein, dass im tausendjährigen Reich der Messias von Jerusalem aus Weisung gibt? Wenn die Völker, welche ja im Gegensatz zum Volk der Juden genannt werden, mit den Juden gehen wollen, dann sollte man fragen, wohin denn? Wohin gehen sie? Nach Warwick? Zu einem flackernden Licht? Denn wie sagt Herr Splane? Well, there have been so many changes. It's hard to keep up. Es gibt so viele Änderungen, man kommt kaum noch mit. Das hören wir oft. Und es stimmt. Wie denken denn die Gesalbten über dieses besondere Verhältnis zwischen ihnen und der großen Volksmenge? Lesen wir Vers 5. Herr Numea lenkt den Gedanken, wie wohl das Verhältnis zwischen den Gesalbten und der Volksmenge wäre. Wie wäre es, wenn er mal Offenbarung 7 aufschlägt und dort nachsieht, in welchem Verhältnis die beiden Gruppen zueinander stehen? Wo die 144.000 sich befinden und wo die große Volksmenge. Es wäre wirklich mal ein Bibelstudium wert, wenn du es machen möchtest, dann stelle dir folgende Fragen. Wie setzt sich die Zahl der 144 zusammen?
was ist wörtlich und was ist bildlich zu verstehen? Kann man eine wörtliche Zahl aus bildlich verstandenen Zahlen überhaupt zusammensetzen? Wie ist das mit den Stämmen gemeint, die doch im Gegensatz zur Volksmenge aus allen Nationen genannt werden? Und wieder die Frage, darf ich Bildliches und Wörtliches vermischen? Wo befinden sich die 144.000 und wo die große Volksmenge? Im Tempel Gottes? Auf der Erde? Ja, und werden die 144.000 so nach und nach eingesammelt oder sind sie alle gleichzeitig da? Was liest du, wenn du Offenbarung 7 ohne die Literatur des Sklaven vor Augen hast? Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Herr Numer nimmt nicht die klaren Stellen, sondern bemüht hier wieder Jesaja 60 und zwar ab Vers 5. Zu jener Zeit wirst du, die Gesalbten, es sehen und strahlen. Und dein Herz wird pochen und überfließen. Sie sind außer sich vor Freude. Warum? Denn der Reichtum des Meeres wird dir zugeführt werden. Die Schätze der Völker werden zu dir kommen. Stellen wir uns vor, aus dem Menschenmeer kommen Personen heraus, um gemeinsam mit ihren gesalbten Brüdern Jehova anzubeten. Das Herz der gesalbten Brüder, der königlichen Priesterschaft, pocht vor Begeisterung bei diesem Anblick. Sie sehen mit eigenen Augen, wie das Bildungswerk, das sie vorantreiben, Früchte trägt. Sie sehen, dass ihre Arbeit etwas bewirkt. Und ihr Herz pocht. Nun haben wir einiges vom pochenden Herzen der Gesalbten gehört. Es geht um das Verhältnis zwischen den Gesalbten und dir, lieber Zeuge Jehovas, der du ja zur großen Volksmenge gehörst. Die Gesalbten freuen sich, wenn du deinen Dienst tust, wenn du die Lehre des Sklaven in deinem Leben umsetzt, wenn du deine Schätze bringst. Nun, was könnte das wohl heißen? Was hast du bisher vom Sklaven gelernt? Das solltest du dann auch tun. Und was sagt der Herr Jesus? Er hat gesagt, wer mühselig und beladen ist, der komme zu mir. Ich werde ihn erquicken, Matthäus 11, Vers 28. Hast du das auch gelernt? Wenn ja, wie setzt du es um? Wie kommst du zu Jesus? Und übrigens, wurde der Herr Jesus bisher erwähnt? Wie denkt Jehova über diese Beziehung? Nun führt Herr Numer uns Zuschauer zur höchsten Instanz. Wie denkt Jehova darüber? Was nun ausgeführt wird, muss auf jeden Fall auch so gesehen werden. Der Sklave legt über Herrn Numer die Schrift aus und zwar so, wie Jehova es sieht. Lesen wir Vers 7. All die Herden von Kedar werden bei dir versammelt werden. Die Schafböcke von Nebajot werden dir dienen. Diese Tiere stehen hier für Opfer, die auf einem Altar dargebracht werden. Und dann heißt es weiter, sie werden auf meinem, also Jehovas, Altar wohlwollend angenommen und ich werde mein herrliches Haus verschönern. Stellen wir uns das mal vor. Die ganzen Opfer, die die große Volksmenge darbringt und sozusagen auf Jehovas Altar legt und er nimmt sie an. Er schätzt diese Opfer sehr. Was bringen denn diejenigen, die zur großen Volksmenge gehören, für Opfer? Zum Beispiel setzen sie ihre Zeit ein und auch ihre Kraft und Fähigkeiten für die wahre Anbetung. Sie stellen persönliche Wünsche zurück, damit sie die Interessen des Königreichs an die erste Stelle setzen können. Lieber Zeuge Jehovas, hast du gehört, was die höchste Instanz möchte? Jehova möchte deine Opfer, deine Zeit, deine Kraft und deine Fähigkeit, sich für dies Königreich, welches der Sklave immer wieder publiziert, hinzugeben. Aber was will denn der Vater wirklich? Es ist etwas, was hier noch nicht gesagt wurde. Ich glaube, du weißt es schon. Ich lese Johannes Kapitel 6, Vers 37 und 45.
Hier sind wir in Johannes 6, 37 und zwar wieder in der Neuen Weltübersetzung von 2018. Da heißt es, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich niemals wegjagen. Und hier in Vers 65, er fügte hinzu, darum habe ich zu euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, der Vater gewährt es ihm. Der Vater will zu seinem Sohn ziehen. Er möchte nicht zuerst irgendwelche Opfer, sondern eine Verbindung mit seinem Sohn. Das hat folgenden Grund, nämlich, dass der Sohn diese Menschen rettet und sie dann zum Vater bringt. Die Rettung geschieht aus Gnade und das Opfer aus Dank für die Errettung. Wo bleibt der erste Schritt, der den Glauben an den Herrn Jesus aufzeigt? Dieser kommt ja vor dem zweiten Schritt. Gott hat kein Gefallen an Opfer, die einem Königreich dienen, aber den König als Mittelpunkt nicht haben, die den König der Könige nicht mal erwähnen. Daran hat Jehova kein Gefallen. Was bewirkt ihr Eifer für die wahre Anbetung, gemäß Vers 7? Jehovas herrliches Haus wird verschönert. Der Eifer verschönert Jehovas großen geistigen Tempel, in dem wir ihm heute dienen. Es steht fest, die Opfer, die wir hier im Bethel bringen, machen Jehova Freude. Je länger ich mit der Bibel in der Hand Herrn Numea zuhöre, je mehr bekomme ich Zweifel an seinen Aussagen. Welchen Jehova verkündigt er? Ein Jehova, der sich freut, wenn Menschen im Bethel sich nach der Lehre des Sklaven aufopfern? Mir fällt da der bekannte Bibelvers aus Johannes 3,16 ein. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Für mich heißt es, dass Gott dieser Welt ein großes Geschenk macht. Er gibt seinen Sohn. Was tut man denn mit einem Geschenk? Nun, man nimmt es an. Man betrachtet es, man freut sich darüber und man erzählt davon. Gott gibt seinen Sohn als Geschenk. Und was tut Herr Numea? Wie wichtig ist denn das Geschenk? Der Sohn Gottes ist derjenige, der uns ewiges Leben gibt. Er ist der einzige Rettungsring, um für Gottes Königreich überhaupt gerettet zu werden. Was muss ich tun, damit dieses Geschenk wirklich mein eigen ist? Ich muss an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen, ihm folgen. Worüber freut sich wohl einer, der schenkt? Dass man eben sein Geschenk beachtet, wertschätzt und in seinem Haus einen Ehrenplatz zuweist. Der Herr Jesus soll in meinem Lebenshaus den Ehrenplatz haben. Welchen Eindruck hast du aber bei Herrn Numea? Welchen bei der leidenden Körperschaft? Wir wissen das, weil wir seinen Segen spüren. Er segnet unseren Einsatz, unsere Arbeit. Und er hört unsere konkreten Gebete. Was für eine Ehre! Es gibt nichts Wertvolleres, als Jehovas Anerkennung zu haben. Und wir sind Teil dieser Prophezeiung, erleben das persönlich. Nun wird vom Segen Jehovas gesprochen, der nicht wirklich messbar ist, da auch viele andere Religionen wachsen. Wie können wir aus der Heiligen Schrift gewiss erfahren, wer die Anerkennung Jehovas hat? Was denkst du über die Aussage der Neuen Weltübersetzung von 1986? Wer keine Zuneigung zum Herrn hat, der sei verflucht. O unser Herr, komm! Ja, klingt das nicht wie ein Gebet? Die unverdiente Güte des Herrn Jesus sei mit euch. Wieso nicht die Güte des Vaters? Ist der Herr Jesus so wichtig, dass es auf seine Güte ankommt? Offensichtlich schon. Das will der Vater. Der Vater will, dass wir Jesus lieben, dass wir ihm zugeneigt sind. Und wer das nicht ist, der ist verflucht.
und wen ich liebe, von dem rede ich doch auch. Allerdings empfinden nicht alle so. Nicht jeder freut sich. Nicht jeder hat ein pochendes Herz. Nicht jeder hat Gottes Anerkennung. Nein. Nun wird Herr Numerk ernst. Nicht jeder hat Gottes Anerkennung. Nicht jeder hat ein pochendes Herz. Wessen Herz pocht denn die ganze Zeit oder sollte die ganze Zeit pochen? Es sind doch die Gesalbten. Redet er nun von den Gesalbten? Kommen wir zum Vers 14. Und lasst uns mal darüber nachdenken, was im Vers 14 passiert, was Jehova veranlasst. Achten wir im Vers 14 auf das große Ganze. Die Söhne derer, die dich unterdrückt haben, da herrscht keine Freude, sondern Unterdrückung. Sie werden kommen und sich vor dir verbeugen. Alle, die dich respektlos behandelt haben, müssen sich vor deine Füße werfen. Es wird also Einzelpersonen geben, die die Gesalbten respektlos behandeln und sie sogar unterdrücken. Warum nur? Ah, Herr Numer redet nun von den Kritikern der Gesalbten. Da musst du jetzt, lieber Zeuge, aufpassen, dass du nicht zu diesen Personen gehörst, dessen Herz nicht pocht, wenn du die Lehren des Sklaven aufnimmst. Wenn du durch deine Kritik den Sklaven unterdrückst, pass auf, du wirst dich dann vor dem Sklaven verbeugen. Überlegen wir einmal, was Jehova bewirkt durch seine königlichen Priester. Nun geht es um den Auftrag, den Jehova durch seine königlichen Priester bewirkt. Wie viele sind es denn eigentlich noch? Und du, lieber Zeuge, wie ist es mit dir? Bewirkt Jehova auch etwas durch die sogenannte große Volksmenge? Die wird hier mal völlig ausgeblendet. Während sie ihren wichtigsten Auftrag erfüllen, nämlich die gute Botschaft vom Königreich auf der ganzen bewohnten Erde bekannt zu machen, als Zeugnis für alle Völker, stellt Jehova sie sozusagen auf die Weltbühne, sodass sie jeder sehen kann. Und durch sie, ja durch sie, gibt Jehova den Menschen die Gelegenheit, auszusagen, im bedeutendsten Gerichtsverfahren des ganzen Universums, bei dem es darum geht, sich für oder gegen Gottes Herrschaft zu entscheiden. Zweimal hat Herr Numer erklärt, dass Jehova durch die Gesalbten den Menschen Gelegenheit gibt, beim bedeutendsten Gerichtsverfahren aussagen zu können. Ja, gibt es denn diese Streitfrage überhaupt? Wer sitzt denn da vor Gericht? Wer richtet über Jehova und Satan und wer fällt das Urteil? Wäre mal ein Bibelstudium wert. Meine Frage ist, reicht die Bibel nicht mehr? Reicht der Heilige Geist nicht? Brauche ich diese Gesalbten, um den richtigen Weg zu finden? Ja, zweimal wurde ja auf die Gesalbten hingewiesen. Schauen wir uns die Beweislage an. Konzentrationslager, Verbote, Verfolgung, ungerechtfertigte Inhaftierungen, Todesurteile können die wahre Anbetung nicht auslöschen. Ganz im Gegenteil, die 10 Männer halten immer noch an dem Gewand eines Juden fest und sie werden das Gewand auch nicht loslassen. Warum nicht? Weil sie sich nicht als die unschuldigen Opfer ihrer Unterdrücker sehen. Sie stehen für die Wahrheit ein. Und sie wissen, dass es um etwas Größeres geht, nämlich um die universelle Souveränität Jehovas. Dieses Wissen macht sie stark, selbst unter extremen Umständen. Wie zum Beispiel die, über die unsere Website berichtet. Diese Beweislage ist in Wirklichkeit keine. Es gibt in allen Religionen Menschen, die für ihren Glauben leiden, ins Gefängnis gehen und auch dafür sterben. Die Geschichte ist voll davon. Man kann auch für Ideologien leiden und sterben. Auch der Kommunismus hat seine Märtyrer, die in ihren Augen für eine große Sache alles geopfert haben. Es ist vollkommen klar, dass die Webseite der Zeugen Jehovas vom Leid der Zeugen Jehovas berichtet.
Schau dich mal im Netz um, wie viele Christen werden verfolgt und vergleiche die Zahlen mit denen, die die Webseite der Zeugen veröffentlicht. Gehen wir zurück zum Vers 14. Dort heißt es, dass sich die Unterdrücker und die, die die Gesalbten respektlos behandeln, vor ihren Füßen niederwerfen werden. Jetzt verbeugen sie sich voller Respekt. Und genau das ist passiert. Einige Gegner verbeugen sich respektvoll, indem sie anerkennen, dass Gottes Volk durch seinen Segen ein besseres Leben führt. Die Unterdrücker der Gesalbten werfen sich vor ihnen nieder und verbeugen sich auch noch einmal vor den Gesalbten voller Respekt. Warum tun sie das? Weil sie erkennen, dass Gottes Volk ein besseres Leben führt. Kommt diese Begründung im Bibeltext vor? Schau selbst einmal nach, was wird uns hier untergejubelt? Und woher wissen die Unterdrücker, dass hier ein Gesalbter ist, um sich vor ihm zu verbeugen? Waren diese Unterdrücker beim Gedächtnismahl dabei, um zu sehen, wer denn ein Gesalbter ist? In Tansania sagte ein Gefängniswärter während der Zeit der Verfolgung, in Malawi verschwenden sie ihre Zeit, wenn sie diese Leute verfolgen und töten. Und hier ist es genauso. Die Zeugen werden nie einen Kompromiss schließen. Sie nehmen lediglich an Zahl zu. In Tadschikistan sagte kürzlich ein Vollzugsbeamter über Bruder Norov, ich bewundere sein Verhalten, seine Standhaftigkeit und seinen Mut. Weil wir keine Kompromisse eingehen, fühlen sich einige unserer Gegner zu solchen Aussagen gedrängt. Sie müssen einfach ihre Anerkennung für das, was wir tun, zeigen. Es geht die ganze Zeit um die Gesalbten, vor denen sich ihre Unterdrücker niederwerfen. Der Gefängniswärter in Tansania spricht von vielen Zeugen aus Malawi, dass diese unbeugsam sind. Sind das alles Geistgesalbte? Wie ist es mit Bruder Noro? Ich habe den Bericht über ihn gelesen. Da steht nichts, also wirklich nichts davon, dass er ein Geistgesalbter wäre. Der Link ist in der Videobeschreibung zu finden. Das war ein Beispiel dafür, warum Jehova so stolz ist auf den sinnbildlichen Juden und auf die 10 Männer. Jetzt Vers 20. Gott ist stolz auf den sinnbildlichen Juden, das sind ja die Geistgesalbten, und die 10 Männer, das sind ja die anderen Schafe. Aber der Jude, der so standhaft war, wurde doch in den Beispielen gar nicht erwähnt. Oder habe ich da etwas nicht mitbekommen? Oder meint man, dass der sinnbildliche Jude die Männer sind, die in Sicherheit, und zwar in den USA, ihre Standhaftigkeit demonstrieren und die 10 Männer, die tatsächlich in Gefahr sind, sich an denen festhalten, die gar nicht in Gefahr sind. Jehova sagt, deine Sonne wird nicht mehr untergehen, noch wird dein Mond abnehmen, denn Jehova wird für dich zu einem ewigen Licht werden, ewiges Licht. Und schon seit über 100 Jahren schenkt Jehova dem geistigen Israel seine Gunst. Und das Licht scheint immer weiter auf sie und wird auch nicht aufhören zu scheinen. Jehova schenkt dem geistigen Israel, das sind ja die Gesalbten, diesen schenkt er schon seit über 100 Jahren seine Gunst. Und auf die Gesalbten scheint Jehovas Licht und wird immer weiter scheinen. Was sagt Herr Numea? Jehova wird für dich zu einem ewigen Licht werden. Nun, damit führt Herr Numea einen Gedanken aus, der dem neutestamentlich-biblischen Gedanken entgegensteht. Was sagt denn der Herr Jesus über das Licht, welches seine Jünger haben sollen? Ich lese aus der Neuen Weltübersetzung von 2018 von Kapitel 8 an, und zwar ab dem Vers 12. Ich bin froh, dass der Vers 12 noch bei der Neuen Weltübersetzung drin ist, denn der fängt ja hier direkt an. Hier fängt ja das Kapitel an in der Neuen Weltübersetzung. Da heißt es, dann redete Jesus wieder zu ihnen und sagte, ich bin das Licht der Welt.
Wer mir folgt, wird auf keinen Fall im Dunkeln laufen, sondern das Licht des Lebens haben. Da meinten die Pharisäer, du bist dein eigener Zeuge, deine Aussage ist nicht wahr. Warum haben wohl die Pharisäer das angezweifelt, dass der Herr Jesus das Licht der Welt ist und dass man ihm nachfolgen soll, um nicht in der Finsternis zu wandeln? Sie glaubten es nicht. Wie hätten wohl die Pharisäer den Vers 20 in Jesaja 60 ausgelegt? Sicher ähnlich wie Herr Numea. Sie hätten den Herrn Jesus unter den Tisch fallen lassen. Nun waren aber die Pharisäer noch im alten Bund. Herr Numea, der Helfer des Lehrkomitees, wusste es doch viel besser. Er hat doch das Neue Testament. Er hat doch die von Gott inspirierte Erklärung von dort. Unser Gott wird zu einem, wie es heißt, ewigen Licht werden. Die Sonne wird nicht untergehen, der Mond nicht abnehmen, nein. Jehova wird weiterhin sein Licht auf seine treuen Diener scheinen lassen und jedes Versprechen bis in alle Ewigkeit erfüllen. Aus diesem Grund sagen wir Halleluja. Nun sind wir zum Ende gekommen. Welchen Eindruck hast du von der Andacht von Herr Numea? Das Ziel war, die Einheit unter den Zeugen gerade für die Endzeit zu stärken. Ich habe gesehen, dass Zeugen Jehovas dazu ermutigt werden, ihrer Führung zu vertrauen, weil sie durch Jehova so gesegnet sein soll. Jedoch ist in meinen Augen alles, was hier gesagt wird, manipulativ und vom Textzusammenhang nicht zu halten. Ja, und wie oft wurde der Herr Jesus erwähnt? Nicht ein einziges Mal. Ist das die Ehre, die der Vater seinem Sohn nach Johannes 5, Vers 23 und 24 angedeihen lassen möchte? Da heißt es in der Neuen Weltübersetzung von 2018, der Vater spricht nämlich über niemand ein Urteil, sondern er hat die gesamte Rechtsprechung dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch nicht den Vater, der ihn gesandt hat. Wer soll denn geehrt werden? Na, diejenigen, vor die die Menschen niederfallen und sich verbeugen. Die sogenannten 144.000 Gesalbten oder genauer und greifbarer, die leidende Körperschaft. Den Herrn Jesus ehren? Fehlanzeige. Für mich ein klarer Verstoß gegen den Willen Gottes, den er in der Heiligen Schrift offenbart. Für jeden Christen heißt es, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 23. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit dir. Dein Martin. Tschüss.